Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für die sehr freundliche Vorstellung und dass Sie in so reicher Anzahl erschienen sind. Corona hat uns scheinbar doch nicht mehr so ganz im Griff. Es wird schon wieder etwas vortrefflicher. Also ich bin ganz froh, dass immer wieder ein Stückchen mehr möglich ist. Wenn ich an die letzten Male zurückdenke, da dachte ich schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen, was Vorträge angeht. Aber Ihr reiches Erscheinen macht mir jetzt wieder Mut. Und ich freue mich, Ihnen heute im Zyklus Böhmen und seine Nachbarn 1000 Jahre Kulturaustausch einen Vortrag halten zu dürfen über Preußen und Böhmen. Es fing tatsächlich, wie mein verehrter Vorredner gesagt hat, mit einem Lichtblick an. Und zwar dieser Lichtblick ist nicht nur ein helles Aufleuchten, ein helles Licht, ein Blitzlicht, sondern wir haben gleich zu Anfang, wenn man das so will, ein Maximum an Beleuchtung, an Helligkeit, was die Beziehung dieser beiden Völker, dieser beiden Territorien angeht, Preußen und Böhmen. Wenn ich Preußen sage und im Programmheft auch geschrieben habe, so müssen Sie natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass Brandenburg-Preußen gemeint ist, denn selbst auch Brandenburg-Preußen gibt es eigentlich erst seit Anfang des 17. Jahrhunderts. Aber wir fangen ja schon viel früher an, wir fangen schon im Mittelalter an, da gibt es nämlich sehr, sehr enge Berührungspunkte und ich werde Ihnen hier in der relativ kurzen Zeit, in diesem kleinen Stündchen, dass ich zu Ihnen sprechen darf, natürlich nur Ausschnitte, Lichtblicke, vielleicht Lichtblitze präsentieren, die zum Teil für Sie bekannt sind, zum Teil für Sie neu sind, zum Teil für Sie auch neu gedeutet sind. Und so versuche ich eben, Ihnen hier etwas von diesem Verhältnis oder vielleicht sogar Unverhältnis von Brandenburg-Preußen und Böhmen zu nennen. Ein wichtiger Berührungspunkt, der viel mehr als ein Berührungspunkt war, ist Karl IV. Wir alle kennen ihn als römisch-deutschen Kaiser. Wir wissen, er ist König von Böhmen gewesen, aber er war, und das haben wir eigentlich alle nicht oder die meisten nicht auf dem Schirm, er war auch Kurfürst von Brandenburg und unter ihm kamen diese beiden Sachen nicht nur zusammen, sondern wurden sozusagen territorial herrschaftsmäßig vereint. Wenn ich sage vereint, muss ich mich schon gleich erst wieder korrigieren bzw. reduzieren, denn Karl IV. War ein viel zu kluger Staatsmann, viel zu kluger Politiker, viel zu großer Diplomat, als dass er wusste, als dass er nicht wusste, dass ein so großes Ländergebilde, wie er es zusammengebracht hatte, auf Dauer nicht lebensfähig war. Eine Karte, die ich Ihnen hier zeige, macht das eigentlich deutlich. Diese böhmischen Länder, die Sie hier sehen, dieses karamellbraune Gebilde, das wirklich hier, also Böhmen-Mähren, sogar noch weit nach Österreich reingeht und, wie Sie sehen, fast bis nach Nürnberg reicht, hat auch eine Ausdehnung in den nördlichen Bereich. Eine Ausdehnung in den nördlichen Bereich, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Denn das ist ganz fast schon spaßig, weil das die wenigsten sozusagen auf dem im Hinterkopf haben. Denn in dem berühmten Vertrag von Fürstenwalde vom 15. August 1373 hat dieser Karl IV., der Kaiser, der gleichzeitig König von Böhmen war, etwas gekauft, nämlich die ganze Mark Brandenburg. Das war, müssen Sie sich vorstellen, so ähnlich wie heute. Versuchen Sie mal, Immobilien heute an Land zu ziehen, zu erwerben. Es werden astronomische Summen aufgerufen. Das war auch vorher so. Denn Otto von Wittelsbach, ja, Sie haben richtig gehört, Wittelsbach, die Wittelsbacher saßen damals in der Mark Brandenburg als Territorialherr und die haben sich
diesen Kauf fürstlich, im wahrsten Sinne des Wortes, fürstlich vergolden lassen. Der Karl IV. Hat die astronomische Summe, wir reden über Immobilien, Länder sind Immobilien, müssen ja nicht unbedingt Häuser sein, Karl IV. Hat die astronomische Summe von 500.000 Gulden bezahlt, um diesen nördlichen Teil, also die Mark Brandenburg, an sich zu bringen. Wenn ich sage Mark Brandenburg, ist das gleichzeitig das Kurfürstentum Brandenburg. Jetzt können Sie sich vorstellen, schon da wird es etwas heikel. Darauf hat Karl IV. Größten Wert gelegt, dass das für alle möglichst ohne große Reibungsverluste vonstatten ging. Das erklärt auch diese enorm hohe Summe von 500.000 Gulden. Die mussten aufgebracht werden. Karl IV., Sie wissen, kein Staatsmann hat heute wie früher so viel Geld gehabt. Einiges hatte er sozusagen an Barmitteln, das wurde auf den Tisch gelegt, reichte aber bei weitem nicht. Karl IV. Musste verkaufen. Was musste er verkaufen? Teile des, von Bayern. Sie sehen, was westlich von östlich von Nürnberg liegt, das hat er also dran setzen müssen, um 100.000 Gulden zu bekommen. Das war aber immer nur ein Fünftel der Summe. Ich lasse den Rest hier einfach weg, um Sie nicht zu langweilen, aber Sie können sich vorstellen, alles, was nicht unbedingt für ihn militärisch, wirtschaftlich, territorial wichtig war, hat er einfach verkauft, weitergegeben, um diese enorm hohe Summe für diese Mark Brandenburg auszugeben. Warum erzähle ich Ihnen das so häufig, so ausführlich? Nicht, weil ich meistens in Berlin sitze und dadurch zu diesem Territorium Mark Brandenburg eine Beziehung habe, sondern ganz offensichtlich, weil das dem Karl IV. Wichtig gewesen ist. Warum war ihm das wichtig? Aus mehreren Gründen, vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Gründen, auf die ich gleich zu sprechen kam, aber das lag auch schon in seiner Familientradition. Die Ausdehnung der böhmischen Länder, der luxemburgischen Herrschaft, man denkt ja, die Luxemburger saßen im äußersten Westen, nicht nur, wo das heutige Luxemburg ist, das ist zwar alles richtig, aber schon sein Vater begann damit, die luxemburgische Herrschaft über die böhmischen Länder, wo sie ja gesessen hatten, auszudehnen gen Norden. Denn was sich direkt an diese Länder der Wenzelskrone anschloss, waren die Lausitzen. Und bereits der Vater von Karl IV., der hatte 1316 die Oberlausitz erworben, auch ein Kauf. Und in dieser Tradition stand eben Karl IV. Wir sehen das, wir können uns das heute überhaupt nicht vorstellen. Stellen Sie sich das mal vor, also die Herrscher, die Staatslenker, die in Prag sitzen, oder wenn Sie jetzt die Geschichte weitergehen, die was mit der Donaumonarchie zu tun haben, wir überspringen natürlich jetzt hier Jahrhunderte, aber dass die in den Besitz der Mark Brandenburg gekommen sind, das ist natürlich mehr als exotisch. Denken Sie mal, wenn das so geblieben wäre, es hätte keine schlesischen Kriege gegeben, die Differenz zwischen Maria Theresia und Friedrich dem Großen, das ja vorhin schon angeklungen ist, hätte es auch nicht gegeben. Sicherlich, das können wir sagen, hätte sich die europäische Geschichte, nicht nur die deutsche, anders entwickelt. Aber die Frage, was wäre wenn, darf natürlich ein Historiker nicht beantworten, will ich auch nicht beantworten, aber ich wollte ihn einfach hier einmal vorführen, wie kurios, wie abwechslungsreich, wie spannend natürlich auch die Geschichte ist und was es alles gegeben hat. Also ein König von Böhmen, der gleichzeitig Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches ist, herrschte in Brandenburg. Herrschte über diese Mark Brandenburg, natürlich nicht in Berlin. Berlin waren damals zwei kleine Fischerorte, die dann fusioniert waren, Köln und das alte Berlin, dies und jenseits der Spree. Davon war noch gar nicht zu reden, dass da ein namhafter Fürst hätte sitzen können. Es gab zwar eine kleine Fürstenresidenz dort mit den Askaniern, aber das war gar nicht angedacht. Dazu gleich, wo dieser Fürst, der Landesherr, gesessen hatte. Nochmal zurück zu den
leeren Zielen von Karl dem IV., die er von seinem Vater eben geerbt hatte. Also die Oberlausitz brachte der Vater schon, wie gesagt, 60 Jahre früher etwa in seinen Besitz. Und so wurde die Herrschaft dieser Luxemburger, die Herrschaft der böhmischen Könige, immer weiter gegen Norden geschoben. Die Oberlausitz, dann kam die Niederlausitz, ja, und dann sind sie bereits schon an den Grenzen der damaligen Mark Brandenburg. Und die hat eben Karl der IV. In der Endphase seines Lebens und in seiner Herrscherzeit dann erworben. Aber das hat er immer sozusagen auf seinem Speisezettel gehabt. Die Mark Brandenburg, die hatte er schon, diesen Kauf hatte er schon länger im Kopf gehabt und bereits vorbereitet, indem er mit kleineren Territorialherren, die rechts und links dieser Mark gesessen hatte, oder mit Bischöfen, die in dieser Mark Brandenburg gesessen hatte, schon Verträge geschlossen hatte und Absprachen getätigt hatte, sodass der Kauf erst der Schlusspunkt dieser Transaktion gewesen ist. Also man sagt, eigentlich 25 Jahre hat er diese Nordausdehnung vorbereitet und dann erst 1373 tatsächlich getätigt. Selbst die Nachbereitung, das werde ich Ihnen nachher noch erzählen, hat er bewältigt und war ihm eine wichtige Sache, sodass das wirklich im Besitz der Luxemburger, der Könige von Böhmen, der Kurfürsten in Böhmen gewesen ist. Warum der Vater und der Sohn? Familientradition, Sie wissen, die kamen aus dem äußersten Westen. Was haben die dann im Osten sozusagen zu suchen gehabt? Wie kamen die darauf? Karl der IV. Hat vor allen Dingen auch, nicht nur, aber vor allen Dingen strategisch, ja, aber wirtschaftlich gedacht. Was verbindet denn nämlich diese ganzen Gebiete? Diese Gebiete verbindet ein Fluss, den Sie alle kennen, nämlich die Elbe. Oberen Teil von Böhmen, die Elbe, die dann durch die Oberlausitz fließt, durch die Niederlausitz fließt, weiter durch die Mark Brandenburg. Sie sehen es hier ganz deutlich noch auf der Karte noch, die dann weiter fließt und in die Nordsee mündet. Ob die Nordsee, also Historiker sind sich fast eigentlich schon einig, dass Karl der IV. Die Nordsee auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Es waren eben Handelsströme. Die Böhmen mit der Nordsee zu verbinden, war natürlich absolut genial. Zölle zu zahlen, war für keinen ein Gewinn. Es sei denn natürlich für die Zollstation an den Grenzen. Aber eine Zollstation ist natürlich für den Landesherrn ein lukratives Geschäft, verhindert aber einen fließenden Warenverkehr und hält vor allen Dingen jetzt rein zeitlich diesen Warenverkehr auf. Also die Historiker sagen, das Endziel, wenn sie so wollen, von Karl dem IV. Wäre sozusagen die Nordsee. Das kann man sich gut vorstellen. Soweit ist es, wie Sie wissen und wie Sie an dieser Karte sehen, nicht gekommen. Aber mit der Mark Brandenburg, die Sie hier sehen, nördlich davon gibt es ja noch Territorien. Ja? Also heute ist das Mecklenburg-Vorpommern. Da gab es schon Ambitionen. Denn Sie wissen, Karl der IV. Hat mehrfach geheiratet und seine vierte Frau, das war die Elisabeth von Pommern, die er 1363 geheiratet hatte. Sie wissen, damals waren Eheschließungen seltenst Liebesheiraten. Ganz am Ende von meinem Vortrag kommen wir noch darauf, auch eine Erfolgsgeschichte. Ich fange positiv an und werde natürlich absolut positiv ausschließen, damit Sie heute Nacht auch gut schlafen können und mit dem Gedanken gehen können, es ist eben nicht nur eine Schlachtengeschichte, Preußen und Böhmen, und nicht nur Blutvergießen, sondern sie hat auch noch ganz schöne Blüten und Triebe hervorgebracht, die man sich auch zu Gemüte führen kann. Also 1363, diese vierte Ehe von Karl dem IV., eine politische Ehe wie alle von solch großen Fürsten, Elisabeth von Pommern, und da haben Sie sehen, dieses dunkelgrüne Gebiet, es grenzt direkt an die Mark Brandenburg, und hier spielen natürlich absolut politische Ambitionen eine Rolle. Sie sehen also, für Karl den IV. In seinen territorialen Ambitionen spielten natürlich Flüsse, weil das die wichtigsten Handelswege, die einfachsten, die billigsten Handelswege waren.
Ein Schiff ist immer billiger und leichter für den Transport als irgendwelche Wagen, Pferde, sonstiges Gefährt, das auf schlechten Straßen Ewigkeiten braucht und viel größere Gefahr läuft, überfallen zu werden. Also Transport über den Fluss ist etwas Wichtiges. Und so dachte Karl IV., ich bringe also möglichst Flüsse von der Mündung, also besser gesagt von der Quelle bis zur Mündung, in meinen Besitz, in meinen territorialen Besitz. Und das haben sie ja nun fast mit der Elbe sozusagen erreicht. Aber ich erwähnte jetzt eben Pommern, da spielt bereits auch die Oder eine gewisse Rolle und die Historiker sind sich eigentlich sicher, sie schreiben es zumindest, Elbe und Oder sollten in großen Teilen eben als Verkehrsströme in den Besitz für den Fernhandel, in den Besitz dieses Karls des Vierten kommen. Diese enorme Summe musste aufgebracht werden, diese halbe Million, und dafür musste einiges verkauft werden, was dem Karl nicht nur lieb war, sondern was ihm auch wichtig war. Im letzten Vortrag habe ich Ihnen versucht, die Goldene Straße näher zu bringen, und genau das ist ja dieses Territorium in Richtung Nürnberg. Er hat einen Großteil verkauft, aber eben nicht alles, weil es hier auch wieder um Verkehrsströme geht, um sicheres Reisen, nicht nur für ihn persönlich, wenn er zu irgendwelchen Reichstagen oder nach Frankfurt entsprechend musste, sondern weil es hier auch um Warenverkehr geht. Nur dadurch wird ein Staat, ein König oder ein Kurfürst entsprechend reich. 1368, ich sage es jetzt, wir sind noch 5 Jahre sozusagen vor diesem großen Kauf, hat er die Niederlausitz, das hätte ich vorhin sagen müssen, aber das macht nichts, die Niederlausitz in seinen Besitz gebracht, und zwar war die verpfändet. Die gehörte eigentlich schon den Luxemburgern, war aber verpfändet und jetzt hat er die auch ausgelöst, sodass sie 1368 die Oberlausitz und dann 1368 die Niederlausitz und 1373 eben Brandenburg in den Besitz gebracht hatte. Alles muss ich nicht erzählen, aber eine Sache ist mir doch irgendwo wichtig, diesen Karl IV. Wirklich zu verstehen als ein genialer Staatsmann, der eher vor allen Dingen in der letzten Lebensphase weniger Kriege geführt hat als Verhandlungen. Wie macht er das nun? Also er hat 1373 diese Summe aufgewandt, die Mark in seinen Besitz gebracht. 1374, ein Jahr später, hat er dann nochmal sich versichern lassen durch die Landstände in Brandenburg, dass auch wirklich hier der neue Landesherr, der König von Böhmen, ein Luxemburger ist. Und er hat im selben Jahr noch mit dem Wittelsbacher, mit dem Otto von Wittelsbach, nochmal einen Vertrag geschlossen, dass er ja nicht daran rührt, diesen Vertrag in irgendeiner Weise kriegerisch oder verhandlungstechnisch oder durch feindliche Allianzen aufzuweichen. Also dieser Karl IV. Ging wirklich mit aller Finesse zu Werk, damit bloß diese Mark Brandenburg im Besitz der Wenzelskrone, ja, also der Luxemburger, blieb. Und er wendete noch einen Trick, wenn Sie so wollen, an, um die Landstände in der natürlich von Prag sehr weit entfernten Mark Brandenburg an sich zu binden. Denn er sagte, die Huldigung der Stände der Mark Brandenburg möge nicht an ihn erfolgen, an ihn als König von der Wenzelskrone, als König von Böhmen, sondern an seinen Bruder und an seine Söhne. Das mutet uns heute etwas kurios an, aber was war der Trick an der Geschichte? Man sagt, okay, das ist uns, fällt uns ja noch viel leichter, es ist nicht ein absolut Fremder, natürlich sind auch absolut fremde Leute sozusagen für uns, aber das ist nicht so ein mächtiger König von Böhmen, der absolut reich gewesen ist, sodass wir hier Gefahr laufen, irgendwo am Ende über den Löffel balbiert zu werden und zu minorisiert werden. Die arme Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, so wurde sie damals genannt und so war sie eigentlich auch noch bis ins 19. Jahrhundert. Warum? Warum die Söhne und die Brüder? Sie müssen an die Erbfolge denken.
Ja, das waren eigentlich jetzt keine so prominenten Leute, der Bruder und die Söhne, aber das waren potenziell, man wusste ja nicht, wann jemand stirbt, Kindersterblichkeit war sehr, sehr groß, Kriegszüge, der Bruder hätte auch schnell sterben können. Also die Verpflichtung auf die Luxemburger, das war die Idee und nicht die Verpflichtung an die Wenzelskrone. Das war sozusagen der Trick, dass die nicht kopfscheu wurden. Wir werden jetzt von da unten irgendwo im Süden fremd regiert. Es ist ja bis heute eigentlich immer noch irgendwo eine in der Politik zu beherzigende Vorstellung. Das hat er gemacht. Und noch ein zweites, er wollte eine Hauptstadt haben. Und zwar eine Hauptstadt in der Mark Brandenburg. Denn Sie werden sich wundern, am Ende seines Lebens, in den letzten Lebensjahren, ist er enorm viel in den Norden gereist. Norden gereist heißt in die Mark Brandenburg. Und zwar dann in seine neue Residenz, die Sie alle kennen, da bin ich aber ganz sicher. Nicht Berlin, sondern Tangermünde. Ich merke die Begeisterung bei ihm. Tangermünde war damals zu seinen Zeiten eine kleine, winzig kleine Burg. Die Tanger ist damals in die Elbe geflossen und das war sozusagen ein natürliches Rückzugsgebiet, leicht zu verteidigen. Da saß, wie gesagt, eine halb verfallene Burg. Er baute das aus. Und zwar, sonst würde ich es Ihnen nicht erzählen, er baute das aus als eine repräsentative Burg. Leicht zu verteidigen, aber diese Burg hat es in sich. Sie sehen leider heute nichts mehr davon, wenn Sie mal in diese nördlichen Gefilde kommen sollten. Der 30-jährige Krieg hat auch hier sozusagen ganze Arbeit geleistet, sodass Sie heute eigentlich gar nichts mehr davon sehen. Sonst hätte ich Ihnen gerne ein Bild gezeigt. Aber es gibt noch diese große Kirche, den Dom, wenn Sie so wollen. Der ist aber nicht aus der Zeit, aber immerhin diesen berühmten Dom von Angermünde, der jetzt so viel mit dem Karl dem Vierten nicht zu tun hat, aber heute noch eindrucksvoll ist. Und man fragt sich, wie können Sie eine so große Kirche da an diesem kleinen Flüsschen haben, wenn da eigentlich nichts war. Ja, ein König aus Böhmen macht's. Und zwar hatte er da die halb verfallene Burg erweitert, vergrößert und dort eine Kapelle eingerichtet. Sagen Sie Kapelle, okay, gibt's viele. Diese Kapelle hat er nach dem Vorbild der Wenzelskapelle in Prag gebaut. Genauso mit den entsprechenden Halbedelsteinen ausgestattet. Dazu muss ich Ihnen nichts erzählen, wie die Wenzelskapelle in Prag aussieht. Ich bleibe deshalb lieber bei Tangermünde. Diese Wenzelskapelle in Prag, kostbarst bis zum geht nicht mehr. Und genauso sah, wie gesagt, seit dem 30-jährigen Krieg sehen wir nichts mehr davon, genauso sah die Kapelle, die Hofkapelle, die repräsentative Hofkirche des Kurfürsten von Brandenburg in Tangermünde an. Und die hat er auch häufig benutzt. Er hat dafür gesorgt, dass diese Kapelle nicht nur eine Kapelle ist, entsprechend ausgestattet, vergleichbar eben mit dem Ratschin, also mit der Wenzelskapelle, vergleichbar auch mit den Kapellen auf der Burg Karlstein. Es ist immer dasselbe Schema, auch nicht die Wände aus diesem Halbedelstein, kostbarst. So müssen Sie sich das da vorstellen. Sie merken also, dem Karl war das nicht egal. Das war nicht einfach so ein Besitz, den er jetzt für teures Geld gekauft hat, sondern das war so ein Lebenswerk, die Erwerbung der Mark Brandenburg und deswegen die kostbare Ausstattung. Er setzte da 11 Augustiner-Chorherren ein, als Kapitel, die für das Stundengebet, für eine Kontinuität der Gottesdienste sorgen sollten. Und die haben das Stundengebet dort durchgeführt nach Prager Sitte. Sie sagen natürlich völlig logisch, aber dieser Karl war natürlich wieder vorsichtig und diplomatisch geschult. Er sagt, wir nennen die Kapelle nicht Wenzelskapelle, sondern er nannte sie, er widmete sie Johannes dem Täufer. Also hier auch wieder eine gewisse Zurückhaltenheit, damit keiner in der Mark Brandenburg den Eindruck hatte, sie wären fremd regiert, fremdbestimmt und ihnen wird etwas übergestülpt. Also Sie merken, es ist immer so ein Schritt vor, aber vielleicht einen halben zurück, sodass keiner irgendwo sich Sorgen machen müsste, dass er wirklich, wie gesagt, von einer fremden Dynastie mit anderen, völlig anderen Interessen regiert würde.
Wieso war das so wichtig? Vor allen Dingen war das auch für die Nachbarn wichtig. Sie mussten sich vorstellen, dass dieser Karl IV. Jetzt nicht nur ein Kurfürstentum innehatte, nämlich die Königswürde von Böhmen, wenn Sie so wollen, eigentlich die prominenteste, sondern zwei. Wie viel, 7 Kurfürsten, die goldene Bulle, wie viele Stimmen brauchen Sie, um einen römisch-deutschen König zu wählen? 4. Sie müssten also nur noch 2 Leute auf ihre Seite bringen, dann haben Sie bereits die Majorität. Und 2 Leute auf Ihre Seite zu bringen, ist gar nicht so ganz schwer, denn wenn Sie sich nicht sehr dumm anstellen, dann können Sie 2 Bischöfe einsetzen, 3 von den 7 Kurfürsten waren geistliche Herren, die ja auch nicht 40, 50 Jahre lebten und regierten und vor allen Dingen ihr geistliches Fürstentum nicht weitergeben konnten, sodass sie also immer doch eine große Möglichkeit hatten. Deswegen, die Erwerbung der Mark Brandenburg war eine sehr heikle Sache und Karl IV. Hat sich also nicht nur um sie gekümmert, das war ihm nicht nur wertvoll, sondern er wusste, die Fürsten in Deutschland schauen mit Argusaugen jetzt noch viel mehr auf ihn und seine Erben. Seine Erben, also Karls Erben, waren natürlich nicht von dieser überragenden Tüchtigkeit und Klugheit und diplomatischen Finesse, sodass diese Erwerbung eine historische Episode war und eigentlich der Vergessenheit ein Heim gefallen ist. Aus dem Grunde habe ich Ihnen das hier versucht zu präsentieren. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind jetzt, das ist ja nun eigentlich keine dauerhafte, aber doch eine Erfolgsgeschichte. Eine weniger schöne Geschichte ereignete sich dann mit Friedrich dem Großen, und zwar durch die Schlesischen Kriege. Im Zweiten Schlesischen Krieg, bevor ich dazu komme, ist Folgendes zu sagen. Friedrich der Große ist ja eigentlich sehr jung auf den preußischen, oder ja, dann kann man schon von preußisch-brandenburgischen Thron sprechen, gekommen und hat ja in relativ früher Zeit bereits Schlachten geschlagen, gilt als quasi wie unbesiegt, genau wie Napoleon als unbesiegt gilt. Schauen Sie einfach in die Geschichtsbücher, Napoleon hat auch etliche Schlachten verloren, nicht nur am Ende, sondern auch mal so zwischendurch. Und bei dem Friedrich dem Großen, dem eigentlich unerfahrenen, eigentlich überhaupt nicht militärischen, von seinem ganzen Gehabe, sein Vater natürlich, ja, der Soldatenkönig, der aber nie eine Schlacht geschlagen hat, mit seiner großen und mustergültig geführten Armee. Friedrich der Große nutzte sozusagen diese Ressource von seinem Vater geerbt und marschierte kurz nach seiner Thronbesteigung nach Schlesien ein. Er wusste eben von Anfang an, Krieg führt man nie im eigenen Land. Das ist nicht nur viel teurer, sondern das zermürbt vor allen Dingen die eigenen Leute. Die werden da nicht nur kopfscheu und dann muss man am Ende dann wieder aufbauen, sondern am besten, man nimmt ein Glacier, das heißt, man marschiert im Nachbarland ein und bedient sich dann dort zum Thema Winterquartiere, zum Thema Kriegskontribution und es wird viel weniger kaputt gemacht, können Sie sich vorstellen. Das Land seiner Träume war natürlich Sachsen. Sachsen musste immer bluten. Am Ende hat wirklich Sachsen für die ganzen Schlesienkriege bezahlt, bis zum Meißner Porzellan, das in rauen Mengen nach Potsdam und in das Stadtschloss nach Berlin transferiert worden ist. Es wurde einfach requiriert und ab damit gen Norden. Das nächste Gebiet war, wie Sie auf dieser Karte eigentlich auch schon sehen, das nächste Gebiet war eigentlich Böhmen gewesen. Und Böhmen hat mit den Schlesischen Kriegen eigentlich eine Menge zu tun. Auch hier gilt es wieder, Krieg wird nicht im eigenen Land geführt, sondern möglichst außerhalb. Ich habe weniger Schäden, ich habe weniger Kosten, ich brauche nachher nicht so viel aufzubauen. Am Ende kommt es immer noch dick. So war es natürlich gerade im Siebenjährigen Krieg auch für Brandenburg-Preußen gewesen. Aber erstmal, wie gesagt, der Feind soll nicht nur geschlagen werden, sondern möglichst am Ende alles bezahlen. Nun war Böhmen, die böhmischen Länder, Teile der Habsburger Monarchie, jetzt im 18. Jahrhundert. Das heißt, es war ein Krieg,
zwischen, wenn Sie so wollen, zwischen Friedrich dem Großen und Maria Theresia, ist ja eingangs schon angesprochen worden. Dieses Ringen ging wirklich ums Ganze. Nicht nur bei Maria Theresia und ihrem Mann, der da am Ende dann doch noch römisch-deutscher Kaiser geworden ist. Es stand 1740 durch diese pragmatische Sanktion spitz auf Knopf. Maria Theresia musste ins Ausland fliehen und auch ihre Krönung zur Königin von Ungarn konnte natürlich in Wien nicht, in Budapest auch nicht. Das geschah in Pressburg. Also es stand für beide, das hat man vielleicht nicht immer so ganz präsent, spitz auf Knopf. Und zwar in den Schlesischen Kriegen und dann im Siebenjährigen Krieg, genauso für Maria Theresia wie für Friedrich den Großen. Richtig begann in Böhmen dieser Krieg, diese Schlesischen Kriege, eigentlich im Zweiten Schlesischen Krieg. Und zwar 1744 hat Friedrich der Große, stand sozusagen an der böhmischen Pforte, wenn ich das so sagen darf, und zwar drei Kolonnen seiner Armee marschierten auf Prag, das schlecht verteidigt war und von Friedrich rasch eingenommen worden ist. Der König fühlte sich relativ jung noch, siegessicher und dachte, wir marschieren gleich durch und dann sichern wir uns endgültig diese fette Beute, nämlich Schlesien, das eben sozusagen vertraglich schon verbrieft war. Aber Friedrich war klug genug zu wissen, Maria Theresia hat ihre Herrschaft zumindest in Österreich konsolidiert. Die sind nur auf Rache bzw. auf Revanche, ist das bessere Wort, und versucht natürlich Schlesien wieder an sich zu bringen, was ihr natürlich auch vorher gehört hatte. So, und deswegen 1744, in diesem Zweiten Schlesischen Krieg, versuchte er natürlich erstmal Prag, die Hauptstadt, einzunehmen, was relativ leicht war, stieß dann auch weiter nach Budweis und Tabor, was auch überrannt werden konnte, und war allzu siegesgewiss mit seinen Blitzkriegen. Die gab es schon damals, wenn Sie so wollen, die preußische Armee. Friedrich der Große hat die Blitzkriege, die nachher später unrühmliche Berühmtheit erlangten. Aber die hat er bereits, wenn Sie so wollen, erfunden und so gerade die österreichische Armee häufig, nicht immer, in die Knie gezwungen. Was machten die Österreicher? Sie merkten, Prag ist eingenommen, Budweis und Tabor, Sie wissen, wo Budweis liegt, das ist ja auch schon relativ weit südlich gen Österreich. Die Österreicher sagen, wir stellen uns nicht der Schlacht, da könnten wir wieder ein blaues Auge bekommen, wir schneiden den Friedrich, der allzu kühn jetzt hier Richtung Süden vorstößt, einfach von seinen Proviantlieferungen, von den Materialien, die er für die Kriegsführung braucht, einfach ab. Das haben die gemacht, das hat auch funktioniert und der Friedrich der Große musste also hier kläglich den Rückzug anziehen, weil er einfach nicht mehr versorgt wurde und die Nachschubwege abgeschnitten war. Und so zog er sich natürlich dann wieder Richtung Schlesien auch, aber Richtung Sachsen dann auch wieder zurück und hat auch bis zum Ende des Jahres Prag wieder aufgegeben. Schlesien hat er halten können, sodass die Schlacht verloren ist, aber der Krieg wenigstens für dieses Jahr am Ende doch gewonnen wurde. Mein Schwager pflegt mich immer zu fragen, was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Italien? Und dann sagt er immer, das ist ein militärischer Unterschied. Wie war das? Die Deutschen haben alle Schlachten gewonnen, aber alle Kriege verloren. Und die Italiener haben alle Schlachten verloren, aber alle Kriege gewonnen, weil sie rechtzeitig die Seiten gewechselt haben. So. Und so ähnlich ist es auch hier bei dem Friedrich. Er hat mehr als Lehrgeld gezahlt. Er hat sehr viele Schlachten geschlagen und die auch verloren. Aber am Ende, vielleicht auch, weil er so ein genialer Stratege war, hat er die Kriege gewonnen, aber er hatte auch eine Menge Glück gehabt. Und zu dieser Glückssituation kommen wir jetzt. Vorher möchte ich Ihnen aber noch etwas von ihm erzählen, was er nach diesem für ihn verlustreichen böhmischen Manöver, nach diesen
nach diesem Rückzugsgefecht aus Böhmen selbst geschrieben hat. Er ging mit sich selbst sehr hart ins Gericht. Das ist immer ein Zeichen von Intelligenz und von einem fähigen Staatsmann und vielleicht auch von einem fähigen General. Jedenfalls ging mit sich selbst hart ins Gericht und listete sich schriftlich, sonst könnte ich Ihnen das hier gar nicht berichten, alle Fehler auf, die er in diesem Zweiten Schlesischen Krieg begangen hatte, nach dem Motto, das machst du nicht nochmal. Also er schrieb sich das selbst sozusagen ins Stammbuch. Denn er schrieb also nach diesem für ihn eigentlich verlustreichen Feldzug nach Böhmen, schrieb er, ich zitiere ihn hier, meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass Böhmen leicht zu erobern, aber schwer zu behaupten ist. Wer Böhmen unterwerfen will, wird sich allemal täuschen, so oft er den Krieg dorthin trägt. Das haben wir jetzt eben gesehen. Und noch ein zweites hat er geschrieben, gerade über diesen böhmischen Krieg, beziehungsweise auch über die Bevölkerung in Böhmen, man wähne nicht, dass sich das Volk dort jemals gewinnen könne. Die Gutsherren sind Verräter, wenn sie sich auch wohlgesinnt stellen. Ein gleiches gilt von den Pfaffen und den Amtsleuten, denn ihre Interessen sind mit denen des Hauses Österreich verknüpft. Also die Böhmen, das sagt Friedrich der Große, sind treue Leute, die treu zu Maria Theresia standen. Das lässt sich sicherlich so bestätigen, auch aus anderen Kriegszügen Friedrich des Großen, die ich Ihnen hier nicht schildern möchte. Wir bleiben in diesem schlesischen Ringen, wenn Sie so wollen, dieses Ringen zwischen Maria Theresia und Friedrich dem Großen, aber die ersten Schlachten sind sozusagen geschlagen und Schlesien blieb bei Preußen-Brandenburg. Im Siebenjährigen Krieg wurde das ganze Feld noch einmal aufgerollt und dieser Siebenjährige Krieg war eigentlich ein Präventivkrieg. Die Koalitionen haben sich geändert, es kamen andere Könige, andere führende Minister ran, die dem Friedrich ganz deutlich machten, ich muss jetzt hier eingreifen, ich muss sofort den Krieg beginnen, sonst ist Schlesien verloren. Dieser preußische Präventivkrieg, der Siebenjährige Krieg, war äußerst verlustreich. Der wurde diesmal, Sie wissen, Friedrich machte sich seine Liste, nicht nur eine To-Do-Liste, sondern auch, habe ich gut gemacht, habe ich schlecht gemacht, eher mehr Kritik an sich selbst, als dass er etwas gut gemacht hatte. Und er hat sich jetzt anders und besser, gründlicher vorbereitet, zuerst mal Propaganda anwerfen. Ja? Wir machen keinen Präventivkrieg, wir wehren uns nur unserer Haut, die Österreicher sind die eigentlich Bösen, weil die gegen uns eine Koalition zusammenstricken. Was natürlich auch stimmte, aber das muss erst mal die Öffentlichkeit erfahren. Sodass bei jedem Kriegsausbruch, ist es klar, es ist immer eine Aggression, Otto Normalverbraucher durch diese Propaganda verstehen sollte, die Schuld an diesem Krieg liegt ganz eindeutig bei Österreich. Auch hier ist Friedrich zuerst einmal wieder nach Sachsen einmarschiert, das reiche, kultivierte, muss man wirklich sagen, und mit allen Kulturgütern bestens ausgestattete Sachsen wurde wieder sozusagen Aufmarschgebiet für die preußische Armee. Und er ist dann im April 1757 nach Böhmen einmarschiert. Auch hier wieder erstmal die Hauptstadt einnehmen. Prag war auch jetzt wieder schlecht verteidigt, aber es wurde verteidigt, sodass die preußische Armee erstmal Prag einschloss, belagerte und beschoss. Nun sagen Sie mir nicht, Sie wüssten das nicht, denn Sie waren alle schon mal in Prag. Und wenn Sie auf den Radschin gucken, ich hab Ihnen kein Bild hier präsentiert, warum? Weil sie natürlich den Radschin alle Tag und Nacht vor Augen haben. Der Radschin sieht überhaupt nicht mittelalterlich aus. Sie sehen vielleicht hinten die Türme von der Georgskirche, Sie sehen vielleicht den Veitsdom, aber die eigentliche Fassade, mindestens von der kleinen Seite oder von der Altstadt, ist doch eine ganz barocke Fassade. Das können Sie den Preußen verdanken. Die haben nämlich alles, was sie hatten, auf den Radschin geschossen, klar bei dieser Belagerung, und haben eigentlich fast den gesamten mittelalterlichen Radschin zusammengeschossen. Von der alten Burg existieren noch einige Räume, vor allem der Wladislavsaal, den Sie natürlich alle kennen, den herrlichen Saal, noch ein paar Kapellen, aber von der Fassade her zur Stadt hin ist eigentlich nicht mehr viel übrig.
So, Belagerung ging relativ zügig, aber der Raschin musste halt dran glauben. Das war natürlich so ein wunderbares Ziel für die Kanonen, ja. Und man wusste, das wurde natürlich bis aufs Messer verteidigt. Der Raschin wurde zusammengeschossen, wenn Sie das so wollen, in dieser Schlacht vor Prag im Mai 1757. Und das war dann auch für den Friedrich den Großen kein großes Problem, diese Stadt einzunehmen. So, den Raschin musste man also wieder herstellen. Und Maria Theresia viel später, aber nicht sehr viel später, wollte natürlich für ihre böhmischen Untertanen auch etwas tun. Und der Raschin ist natürlich nicht nur kultisch, nicht nur politisch, sondern schon geografisch etwas Besonderes, schon wegen des Wenzels. Diese ganzen Kriegszüge, die natürlich die Böhmen schwer heimsuchte, da sagte sich Maria Theresia, wenigstens ein Symbol des Wiederneubeginns nach diesen ganzen Kriegen um Schlesien, da baue ich euch den Raschin wieder auf. Und so haben wir heute diese wunderschöne barocke Fassade, riesenlang, also zur kleinen Seite, diese ganze Fassade ist alles unter Maria Theresia gebaut, und zwar von ihrem Hofbaumeister, wenn Sie das so wollen, dem Pacassi, der auch das Schönbrunner Schloss gebaut hat. Und so ist das quasi so, Sie merken, die Fassade hat so manche Knicke, da merken Sie, da steht noch irgendwas anderes dahinter, aber es ist eben... Es kaschiert eben bzw. beseitigt diese Kriegsschäden, die gerade für die böhmische Bevölkerung verheerend waren. Also Friedrich hat Prag eingenommen, das war nicht alles. Auch hier versuchte er wieder einen Durchmarsch, wenn Sie so wollen. Und es kam am 18. Juni 1757 zur Schlacht von Kolin. Das ist zwar viel später entstanden, aber Sie merken, die Beziehung zwischen Böhmen und Brandenburg-Preußen war keine harmlose Beziehung. Es gibt Licht- und Schattenseiten, und wir haben es oft so in Erinnerung als irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen, kriegerischen Beziehungen. Das war es sicherlich auch, aber nicht nur. Am Ende geht es alles gut aus. Ich habe es Ihnen ja schon prognostiziert. Also diese berühmte Schlacht von Kolin, die dem Friedrich dem Großen eine riesen Niederlage bereitet hat. Der österreichische Feldherr Daun hat ihn vernichtend geschlagen. Also auch hier lässt sich das von meinem Schwager wieder sagen. Schlacht verloren, am Ende Krieg gewonnen. Aber diese Schlacht von Kolin, wie gesagt in Böhmen, war noch nicht mal das Ärgste, was diesem Friedrich dem Großen passierte. Aber schon nach dieser Schlacht, äußerst verlustreich, äußerst blutig, sein Bruder, der Prinz Heinrich, der damals General auch auf preußischer Seite gewesen ist, der gab schon alles verloren, der wollte schon fast ins Ausland gehen, weil er sagte, Preußen hört jetzt auf zu existieren. Tatsächlich war diese Schlacht von Kolin in Böhmen also eine Wende im Krieg. Und auch Friedrich der Große wusste, er musste jetzt genau jeden neuen Schritt sich überlegen, sonst ist der ganze Krieg am Ende verloren. Und wie gesagt, es kam noch schlimmer. In Kunersdorf, das ist in der Nähe von Küstrin, also an der Oder, im Oktober 1759, also zwei Jahre, war wohl die ultimative Schlacht für Friedrich den Großen, die berühmte Schlacht von Kunersdorf, die so verheerend für Friedrich ausgegangen ist, gegen dieses weitaus überlegene Heer von Österreichern und Russen und noch kleinen anderen Kontingenten, erdrückend, sodass Friedrich am Ende dieser Schlacht nur noch 3000 Soldaten hatte. 3000 Soldaten, also nicht, dass die alle anderen tot waren, aber Sie wissen, hinter jedem preußischen Soldaten steht immer ein Polizist, der darauf aufpasst, dass der Soldat nicht stiften geht. Ja? Das war damals der Witz, der in Wien heftig die Runde machte, und darauf stützte man sich. Hier hat es sich tatsächlich so ereignet. Also diese Schlacht von Kunersdorf, 70 Kilometer von Berlin entfernt, Russen und Österreicher absolut siegreich. Friedrich hat jetzt wirklich alles aufgegeben und hat gesagt, jetzt ist Preußen am Ende, ich habe nichts mehr, und wollte sich tatsächlich erschießen. Und nur der Graf Fink von Finkenstein hat ihn davon zurückgehalten.
sodass Friedrich dann in einer letzten Geistesgegenwart noch an den Garnisonsführer in Berlin geschrieben hat, in Berlin möge man jetzt an seine eigene Sicherheit denken. Das heißt, es ist alles verloren, rette sich, wer kann. Wie Sie wissen, Friedrich hat sich dann ein paar Tage später wieder berappelt. Der würde fast sagen, fiel in eine Art Depression für 3-4 Tage, war unansprechbar. Und dann hat er aber gemerkt, dass der Feind, also die Österreicher und die Russen, von ihrem gewaltigen Sieg, schlachtentscheidenden Sieg, überhaupt keinen Gebrauch machten. Die stritten sich jetzt rum, was machen wir? Gehen wir auf Berlin oder nehmen wir uns jetzt erstmal Schlesien wieder vor? So, und dadurch kam der Friedrich zur Besinnung und gesagt, okay, wir sammeln wieder ein Heer. Ja, und dann wendete sich das Blatt, sodass am Ende dieses erschöpfenden Krieges alle froh waren, dass dieser Siebenjährige Krieg vorbei war und Frieden schloss und Preußen Schlesien behalten durfte. Das nannte Friedrich der Große dann die Mirakel des Hauses Brandenburg. Eben nur noch 3000 Soldaten, Schlacht verloren, Krieg gewonnen am Ende. Und nur deswegen, weil beispielsweise die Zarin in St. Petersburg, in Kreml hat ja damals keiner regiert, also die russische Zarin gestorben ist und so kam es zu einer ganz neuen Koalition. Das hat am Ende Preußen gerettet. Noch ein anderer, wie gesagt, ich lasse nicht zu viel Blut fließen, noch eine andere Schlacht, die ich Ihnen nennen muss, sonst sind Sie mir böse. Eine entscheidende Schlacht, gerade auch für Deutschland. Sie wissen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die große Auseinandersetzung großdeutsche Lösung, kleindeutsche Lösung. Deutschland mit Österreich oder Deutschland ohne Österreich. Wie soll das vonstatten gehen? Die Österreicher wollten natürlich nicht darauf verzichten, sodass es da, ich fasse es ganz kurz und völlig unpräzise, sodass es da eigentlich wieder zu einer militärischen Auseinandersetzung kam. Und Bismarck sagte, wie Sie wissen, durch Blut und Eisen wird das Deutsche Reich geeint, das, hervorgebracht. Man führte zuerst Krieg gegen Dänemark und Österreich war dann an der Reihe. 1866 die Schlacht von Königgrätz auf böhmischem Boden, da stimmt was nicht, aber das lassen wir jetzt, auf böhmischem Boden. Eine äußerst verlustreiche Schlacht. Riesensoldatenheere stießen da aufeinander. Das ging eigentlich relativ zügig, aber immerhin. 400.000 Soldaten standen sich gegenüber. Moltke prägte den Satz, den Sie alle kennen, getrennt marschieren, vereint schlagen. Das wendeten die Preußen eben in Königgrätz an. Und durch diese Zangenbewegung haben sie die Österreicher schnell besiegen können. Das Ergebnis war, auf dem wir eigentlich alle heute noch basieren, die kleindeutsche Lösung. Das heißt, Preußen gibt jetzt in den deutschsprachigen Ländern den Ton an und Österreich ist draußen. Die müssen jetzt mit ihrer Donaumonarchie sehen, wie sie für sich sozusagen zurechtkommen. Das ist das eine. Und das zweite Ergebnis ist natürlich die Gründung des Deutschen Kaiserreiches ohne Österreich im Spiegelsaal von Versailles. Am 18. Januar 1871. Blut und Eisen, hier noch einmal, Böhmen ist mittendrin in dieser Blut- und Eisengeschichte, am Ende in der Gründungsgeschichte des Deutschen Kaiserreiches, des geeinten Deutschlands. Damit ist genügend Blut geflossen. Jetzt kommen wir zu etwas viel Erfreulicherem, etwas Wunderbarem, wenn ich das so sagen darf. Wir gehen jetzt aber einen Schritt zurück, weil ich dazu, das ist auch eine Geschichte, die vielleicht die wenigsten von Ihnen kennen, Böhmen und Preußen, es gibt auch sehr erfreuliche Allianzen. In diesem Fall ist es eine Eheallianz im 19. Jahrhundert. Wir gehen ungefähr in die napoleonische Zeit zurück. Wir gucken uns den damaligen preußischen König Friedrich Wilhelm III. An, der ja nicht als ein bedeutender Herrscher gilt, als besonders tatkräftig, besonders tüchtig. Aber Sie wissen, hinter jedem starken Mann oder hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. In dem Fall hinter einem schwachen Mann steckt eine noch stärkere Frau. Eine Frau, die Sie alle kennen, die Königin Luise.
Und das ist ja schon, schön genug, ja, sich mit Luise zu beschäftigen. Das Wunder an dieser Luise finde ich immer, bis heute hat sich kein Historiker, ob er nur in Berlin sitzt oder ob er im bösen Wien sitzt oder sonst irgendwo oder am Rhein sitzt oder sonst was, hat wirklich ein Buch, ein Verriss über diese Königin Luise geschrieben. Die ist immer noch total positiv besetzt. Und dass sie positiv besetzt ist, positiv bewertet ist, man kann immer hier und da wird immer ein bisschen rumgekrickelt, aber keiner würde es bis heute in unserer hyperkritischen Zeit, wo es um feudale Zeitalter und so weiter geht, würde es wagen, an diesem Lack der Königin Luise zu kratzen. Und sie war natürlich die Stütze, die persönliche Stütze, das werden wir gleich sehen, von Friedrich Wilhelm III., die auch sehr mutig war. Kurz nur zu der Luise, Sie sehen sie hier, das ist kein gestelltes Bild, ich wohne gar nicht weit vom Schlosspark in Charlottenburg. Diese Büste, die kurz nach ihrem Tod angefertigt worden ist und auf dieser Luiseninsel aufgestellt worden ist, so hat sie wirklich ausgesehen, die ist bis heute jeden Tag immer noch mit Blumen geschmückt. Und meistens, und das finde ich wirklich rührend, sind es, das sehen Sie hier zum Teil auch, sind es kleine Kinder, die diese Knallerbsen ihr dann sozusagen als Perlenkette oben da, hier sind andere Blumen, aber hier so an die Halskrause legen. Das ist so rührend, wie selbst die kleinen Kinder irgendwo, die kleinen Mädchen da hinkommen oder Gänseblümchen da einfach ablegen. Also so ist sie bis heute, man glaubt es nicht, ist sie bis heute noch verehrt. Ich möchte natürlich sagen, zu Recht, denn sie war für diesen, ich sage es mal jetzt pauschal, das ist natürlich so auch nicht haltbar, aber für diesen eigentlich schwachen König, das wusste ihr auch, das wird auch die Geschichte, die jetzt gleich im Anschluss kommt, das wird auch die Geschichte zeigen, er war für diesen König wirklich eine große Stütze. Denn als Napoleon die Preußen geschlagen hat und Preußen praktisch halbiert hat, Preußen gar nicht mal nach der Schlacht von Jena und Auerstedt, dieser Doppelschlacht, Preußen gar nicht mehr, total gedemütigt, total wirklich auf die Hälfte reduziert und damit nicht mehr lebensfähig. Luise ist zu Napoleon hingegangen und hat ihn um Milde gebeten. Sie wusste genau, große Argumente hat sie nicht. Napoleon war auf der Höhe seiner Zeit, auf der Höhe seiner Herrschaft und sie konnte nur um Milde bitten. Wie Sie wissen, hat Napoleon, war er schon von ihr beeindruckt, aber er war so rational, dass er ihr natürlich nicht nachgegeben hatte, sondern so ein paar Landstriche wurden dann zugunsten Preußens verbucht und er zog dann weiter, dieses berühmte Gespräch in Tilsit, er zog dann weiter, um sich mit dem russischen Zaren zu treffen und den Rest Europas praktisch aufzuteilen. Also diese Luise, wirklich ein starkes Kaliber, müsste man sagen, persönlich mutig, anmutig, auch liebenswürdig. Alle Zeitgenossen, die mit ihr zu tun hatten, waren begeistert. Ich erwähne es aus einem Grunde und Sie werden es gleich merken. Diese Luise hat eigentlich diese Begegnung, diese total fatale Begegnung mit dem Napoleon und mit dieser Demütigung ihres Mannes, mit dem hat sie sich ja identifiziert, natürlich mit Preußen identifiziert, als preußische Königin, hat sie eigentlich nie verwunden und ist eigentlich dann auch anderthalb Jahre später, 1810, ist sie dann auch gestorben. Und die Zeitgenossen haben das auch entsprechend verstanden. Ihre Lebenskraft war einfach durch diese totale Demütigung ihres Mannes und damit auch ihrer selbst und Preußens, ihre Lebenskraft war damit eigentlich, ich will nicht sagen erloschen, hat da doch aber starke Einbußen erlitten. Das ging so weit, dass, Sie wissen, Blücher hat ja am Ende die Schlacht von Waterloo mehr oder weniger entschieden, wenn er nicht zur entsprechenden Zeit gekommen wäre, dann wäre die Schlacht zugunsten von Napoleon ausgegangen. Und der Blücher, deswegen erwähne ich das, der Blücher hat nach dieser gewonnenen Schlacht, wo der Napoleon nichts anderes konnte, sich als in seine Reisekutsche auf dem Schlachtfeld zurückzuziehen und ab nach Paris, um da noch zu retten, was zu retten war, aber Sie wissen, es war nichts mehr zu retten. Die Briten hatten damals gelernt, den lassen wir nicht mehr laufen, nicht mehr Elba, der kommt jetzt ganz auf eine
ich hätte mal gesagt, Südseeinsel nach St. Helena, wo sie mit dem Schiff erstmal eine Woche fahren müssen. Also da ist der uns sicher. So, Blücher hat nach dieser wirklich weltpolitisch entscheidenden Schlacht gesagt, das war für Luise. Das heißt, diese gewonnene Schlacht war die Rache dafür, dass der Napoleon die Luise und damit Preußen so gedemütigt hat. Ich habe das jetzt extra so ihre Erwartungshaltung so hoch gepusht, damit sie verstehen, wie eben ihr Mann reagiert hat. Er war natürlich untröstlich, war total gebrochen, musste natürlich aber als König weitermachen. So, er sagte, es gibt nur eine Luise, kein Ersatz dafür, hat lange Jahre keine Beziehung gepflegt, an Heirat gar nicht zu denken, bis er, unser Thema, nach Böhmen kam. Er fuhr gerne nach Teplitz zur Kur und dort lernte er eine Dame kennen, nämlich die Auguste von Harrach. Harrach, eine alte, nicht ganz alte, das war das Problem, eine alte böhmische Adelsfamilie, das ist der, kennen Sie alle vom Gesicht, Friedrich Wilhelm III. Und das ist sie. Also ich muss Ihnen gar nichts sagen, die zweite Luise, ne? Sie wundern sich jetzt gar nicht, mehr muss ich schon fast nicht sagen, diese Auguste fand das Wohlgefallen von diesem, man muss sagen, einsamen preußischen König. Und zwar lernten die sich 1822 in Teplitz entsprechend kennen und lieben. Es gab Bälle, es gibt Veranstaltungen, man kam sich persönlich näher, aber die Harrach war ja nur eine Gräfin Harrach, Reichsgräfin schon, aber sie war natürlich für den König, den regierenden König, überhaupt nicht standesgemäß. Sie wird uns geschildert von den Zeitgenossen als natürlich, Luise, warmherzig, Luise, verständnisvoll, Luise. Im Prinzip, Sie sehen es auch hier, eine zweite Luise. Aber bitteschön, kein regierendes Königshaus. Mecklenburg-Strelitz, das war ja schon mal was. Aber Harrach, auch wenn sie Reichsfürsten waren, sie verfügten über kein Reichsterritorium. Sie waren dann also schon nach 1800 durch den Wiener Kongress aufgewertet worden, aber sie waren eben nicht standesgemäß. Was machte also dieser König? Die beiden verstanden sich wunderbar, sie war eigentlich die richtige Frau, muss ich Ihnen gar nicht erklären, Sie verstehen das sofort, die richtige Frau für diesen armen alten Witwer. Also arm jetzt, arm, was das Lebensschicksal angeht. Aber sie war nicht standesgemäß und es kamen noch zwei Sachen dazu. Sie war 30 Jahre jünger, also das war ungefähr, so sah sie ungefähr aus. Ich mache nochmal hier den König, ja, also so wird er beim Kennenlernen ausgesehen haben. Und das war die 30 Jahre jüngere Gräfin von Harrach, die Auguste, mit der er den Bund fürs Leben eingehen wollte. Man war ja anständig. Nun, wie gesagt, erstmal standesgemäß nein. Es gibt ein preußisches Hausgesetz, das bestimmt, dass nur aus einem regierenden Königshaus der König von Preußen, der Bruder wäre egal gewesen, aber der König von Preußen eine Frau wählen dürfe. Und das dritte Hindernis, wenn Sie so wollen, sie war katholisch. Was sie sich natürlich für Böhmen gut verstehen könnte. So, was war nun zu tun? Die Österreicher haben das dann später nochmal angewandt, denken Sie an, das gab es des Öfteren, aber das Bekannteste war wahrscheinlich der Franz Ferdinand. Die beiden wollten also heiraten und der sozusagen diese Beziehung legitimieren. Und das passierte auch. Man heiratete im November 1824 geheim. Wo geheim? Natürlich nicht in Böhmen, in Teplitz, das wäre natürlich wunderbar gewesen, aber wäre schnell an die Öffentlichkeit gekommen. Man heiratete in Berlin, die Kapelle gibt es heute noch, das ist nämlich die Schlosskapelle von Schloss Charlottenburg. Die sieht heute noch so aus wie zu der Eheschließung damals. Da gab es zwar mal ein paar Bomben, 44, aber man hat das wieder so hergestellt, da hat man geheiratet.
Jetzt denken Sie, ein König heiratet groß und nicht so, so galamäßig, ja? Ganz im Gegenteil. Es war eine morganatische Ehe, weil die Auguste eben nicht standesgemäß waren. Und es waren nur ein paar Leute von der Familie, die dabei sein durften. Die Öffentlichkeit hat erst 2 Tage später davon erfahren. Und da merken Sie das ganze Lebensdrama dieser Auguste, vielleicht auch das Lebensdrama des eine Generation älteren Königs, der oft auch aus seiner Haut entsprechend nicht konnte. Denn, ich will Ihnen das jetzt hier vorlesen, ein Zeitgenosse schreibt, ein paar Tage später, als das publik wurde, zumindest in Hofkreisen publik wurde, das war der Varnhagen von Ense, der eifrig Tagebuch geschrieben hat und so wie so ein Chronist der damaligen Zeit war, er schrieb, unser König hat sich vorgestern verheiratet. Wie ein Donnerschlag traf die Nachricht unter die Leute und die meisten verweigerten ihr allen Glauben. Tja, kann man sich vorstellen. Aus Böhmen, aus der Habsburger Monarchie, dazu noch katholisch 30 Jahre jünger, der sonst immer zurückhaltende, aber sonst immer vernünftige König, das konnte man nicht glauben. Und tatsächlich hat es diese Auguste sehr, sehr schwer gehabt. Sie wurde dann zwar in den Fürstenstand durch die Heirat erhoben und war dann die Fürstin von Liegnitz. Aber, stellen Sie sich das vor, bei irgendwelchen Essen offizieller Art, und Könige essen ja zumeist offizieller, durfte sie natürlich nicht neben dem König sitzen. Dann kam es von dem Protokoll, von dem preußischen Protokoll, das war an jedem Hof so, der König. Dann kamen die Prinzen von Gebüt, Prinzessinnen, und ganz am Ende hinter denen rangierte dann erst die arme Auguste. Das muss natürlich eine Riesendemütigung sein. Und man kann sich vorstellen, dass die Hofgesellschaft sie geschnitten hatte bis zum Gehtnichtmehr und ihr versucht hatte, irgendwo, wo es nur ging, das Wasser abzugraben und sie noch zusätzlich zu diskreditieren. Diese Auguste hat das alles, natürlich in Liebe zu ihrem Mann, aber mit größter, ich will nicht sagen Gelassenheit, aber mit größter Demut, muss man wirklich sagen, ertragen und angenommen, selbst in ihren Briefen, die wir kennen, hat sie sich nie groß beklagt, dass sie doch ständig seelisch gekränkt worden ist in diesen 16 Ehejahren. Ja, und danach wurde es natürlich auch nicht viel einfacher. Sie müssen sich vorstellen, was ist denn nun? Der König ist tot und sie ist die morganatische Frau. Sie können sich vorstellen, dass der Nachfolger natürlich nicht besonders fein und vornehm mit ihr umgegangen ist. Sie hat dann aber eine großzügige Apanage bekommen, sodass sie sich ein paar Häuser dann kaufen konnte in Berlin, nachher am Genfer See, da hat sie sich die vielfach aufgehalten. Gestorben ist sie dann in Bad Homburg schlussendlich auf Reisen. Sie können sich vorstellen, dass sie natürlich jetzt gerne dann auch gereist ist, um vieles einfach zu vergessen. Aber sie stand immer treu zu ihrem Mann, zu dem Friedrich Wilhelm III. Und in der letzten Lebensphase, wo dieser König auch schwer krank war, hat sie ihn wirklich bestens versorgt und hat sich rührend um ihn gesorgt, sodass sie sich langsam jetzt mehr und mehr den Respekt der Hohenzollern, also der Königsfamilie und der Hofgesellschaft erworben hatte und zumindest ein kleines Schrittchen in der Achtung, in der Anerkennung weitergekommen ist. Aber, oh Schreck, der König, ihr Mann, ist gestorben und sie durfte natürlich nicht an der Beerdigung teilnehmen. Sie durfte nicht hinter den Sarg gehen, sie wurde ausgeschlossen. Sie war eben nur die morganatische Frau. Sie müssen sich das vorstellen. Aber jetzt kommt die Wiedergutmachung der Geschichte. Ich habe es selbst überprüft. Wenn Sie nachschlagen, dann heißt es, es erinnert nichts an Ihre Begräbnisstätte, an die Begräbnisstätte von dieser Fürstin von Liegnitz, von dieser Auguste, der morganatischen Frau von Friedrich Wilhelm III. Es stimmt nicht. Friedrich Wilhelm III. Ist natürlich mit seiner Frau in dem Mausoleum im Schlosspark von Charlottenburg, nee, da kommt nichts mehr, Schlosspark von Charlottenburg beigesetzt.
Auf der ersten Etage sind diese berühmten, von Rauch, diese berühmten Grabmäler des Königs und von der Königin Luise. Die ist in jedem Kunstband, in jeder Kunstgeschichte ist die abgebildet. Dieses Grabmal, dieses Epitaph von der Königin Luise. Aber wenn man sucht, findet man auch. Ja, die Bibel hat immer recht. Und es gibt nämlich in diesem obersten Raum, das eigentlich nur eine Gedenktafel ist, die Särge ruhen natürlich unten in der Gruft. Aber da gibt es eine Plakette, die diese Auguste, diese Fürstin von Liegnitz erwähnt, dass die eben auch in diesem Gebäude beigesetzt ist. Sie sehen also, sie ist nicht vergessen. Und wenn auch nur mit genauerem Hinschauen, aber so wird sie doch als zweite Frau, wenn Sie das so wollen, in der Geschichte gewürdigt. Friedrich Wilhelm III., warum hat er sich nicht über alles hinweggesetzt? Friedrich Wilhelm III. Hat gesagt, nach der Eheschließung, als es dann bekannt war, morganatische Ehe, ich zitiere ihn hier, eine Königin darf es nicht sein, eine Luise bekomme ich nie wieder. Also er hatte sie immer in seinem Herzen, wenn Sie das so wollen. Aber Sie sehen, die Geschichte hat sie selbst in diesem Mausoleum im Schlosspark von Charlottenburg nicht ganz vergessen. Sie ist aber im Prinzip fast ganz vergessen. Sie finden nie ein Bild oder ein Kunstgegenstand finden, die beiden, Friedrich Wilhelm III., mit dieser Auguste zeigt und abbildet. Doch, ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Und zwar... Es ist ziemlich einmalig. Das sind die beiden. Diese beiden Porzellanfiguren, die sind vielleicht so 20, 30 Zentimeter groß, die sind als Duo geschaffen und sind im Kunstmuseum. Ich glaube, Sie können, glaube ich, noch, es ist vor ein paar Jahren erst verkauft worden, und zwar gemeinsam. Das stellt nicht wieder zu erkennen, gebe ich gerne zu, aber es ist nachweisbar. Es ist links Friedrich Wilhelm III. Und rechts ist es eben diese Auguste von Harrach, die Fürstin von Liegnitz. Sonst kenne ich kein Konterfei, die beiden gemeinsam oder in Gemeinschaft, ich bin noch vorsichtiger, abbildet. Kein Bild, weil sie eben morganatisch geheiratet hat. Und das ist aus dem 19. Jahrhundert. Also ist es relativ dicht dran, denn heute würde man sowas nicht herstellen, weil das sicherlich kein Käufer findet. Zumal selbst einschlägige Reiseführer nichts von dieser Auguste von Liegnitz im Mausoleum im Schlosspark von Charlottenburg wissen. Also Sie sehen, am Ende geht vielleicht die Geschichte doch noch gut aus und es hat doch noch irgendwo positive Aspekte, und das Verhältnis von Böhmen und Preußen, Brandenburg, ist nicht nur ein kriegerisches, auch ein blutiges, sondern hat auch manche heiteren, erbaulichen, rührenden und auch sehr persönlichen Facetten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.